heute schon wieder ein Päckchen bekommen, und zwar diesmal von Zur Eber, also wo ich mich ganz, ganz doll drüber gefreut habe. Das habe ich mir nämlich am Samstag bestellt. Ein paar Sachen, die ich euch gleich zeigen werde. Und ja, ich brauche den Paketdienst ab heute nicht mehr zu stalken. Es ist da. Gut, also, ich fange direkt mal an. Hier ist es dran gekommen. Da steht noch drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Also, Bruchgefahr. Ja, ich denke mal, wegen den Lidschatten, dass wenn die, dass die kaputt gehen könnten. Sonst kann da, glaube ich, gar nichts zerbrechen, was da drin ist. Das Erste, was ich euch zeigen werde, steht es auf Seite. Das Erste, was ich euch zeigen werde, ist mein Pindel-Set. Und zwar habe ich mir das Bambus-Set gekauft. Das kommt erstmal in so einem Beutelchen und dann in so einer Verpackung. Also sieht recht naturbelassen aus alles. Also so, wie nennt man diesen Stoff? Ich weiß gerade gar nicht. Ich denke vielleicht auch aus Bambus gemacht, keine Ahnung. Also ich habe davon ja gar keine Ahnung. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. So, und dann kann man das aufmachen und so. Tada! Aufrollen. Die sind noch alle verpackt, wie ihr seht. Da mit so einem Schutzding drüber. Das finde ich auch wirklich sehr gut. So, also. Ich habe die noch alle in der Verpackung gelassen. Ich habe auch schon welche benutzt, muss ich sagen, heute. Wo ich bei meinem Vater war. So, also, das sind 12 Pinsel in dem Bambus-Set. Die gehen vom Buffer bis hin zum Lip Liner. Ich habe noch nicht alle ausprobiert, bisher nur den Buffer, den Puderpinsel, den Rougepinsel, den Concealerpinsel. Das war es auch schon, was ich bisher benutzt habe. Ich war bisher zufrieden. Die Pinsel sind alle sehr weich. Also wenn man weiche Pinsel mag, dann ist es auf jeden Fall ein super Set. Ich komme damit gut zurecht. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten. Und ja, manche, die verfilzen ja schnell, wenn man die ein paar Mal gewaschen hat und mehrmals benutzt hat und so. Aber so wie ich die hier jetzt sehe, sehen die nicht aus, als wären die jetzt schlecht verarbeitet oder überhaupt schlechte Qualität. Also ich bin ja sowieso ein Zur Eber-Fan und das ist aber mein erstes Pinsel-Set. Und ich habe bisher auch nur Gutes über das Bambus-Set gehört und ich denke mal, ich werde weiterhin sehr zufrieden damit sein. Ich sage sowieso schon mal jetzt, ich kann noch nicht viel darüber sagen, wie ihr auch schon gemerkt habt, aber wenn ich die jetzt schon länger etwas benutzt habe, dann werde ich auch eine Review dazu machen. Weil ich will euch jetzt nichts erzählen, was hinterher gar nicht so ist. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurück und zeige euch meine nächsten Sachen, die ich mir erbeutet habe. So, und dann kommt in so einer schicken Verpackung einmal eine Sun Powder Palette. Und die hat wirklich sehr schöne Farben. Also ganz viele verschiedene Farben. Hier ist einmal so ein Blättchen darüber, was ich da auch lassen werde. Und dann einmal so verschiedene Farben. Also ich denke mal, so kann man die Farben am besten sehen. Das geht von ein dunkleres Rot bis hin zu so Goldton. Braun ist dabei, so ein Rotbraun. Also sehr schöne Farben und die sind auch sehr gut pigmentiert. Also da muss man nicht viel von nehmen. Die geben schon gut Farbe ab, auch das hier. Schaut mal. Also wirklich nur wenig davon nehmen und ich denke mal, damit kommt man echt lange zurecht. Also damit kommt man wirklich lange mit hin, würde ich mal sagen. Eine sehr schöne Palette. Da freue ich mich jetzt schon drauf, die zu benutzen. In Zukunft. Ja. Ich packe die auch mal wieder schön ein. Am Anfang ist man immer so schön sorgfältig mit seinen gekauften Sachen. So, und dann habe ich einmal diese Palette. Das ist die Face Contour Palette von Zur Eber. Die sieht so aus, in so, mit schon Fleck drauf, aber der ist von mir. So ein mattes Schwarz, was ich natürlich viel schöner finde als so eine Glanzverpackung. Da sieht man nämlich die ganze Fingerabdrücke drauf und hier habe ich jetzt, glaube ich, mit Make-up was angefasst. Das bin ich aber selber schuld. Okay, dann mache ich die mal auf. Da ist auch wieder sowas drauf, was wir gerade wieder rausgeflogen bekommen. So, und schaut mal hier. Das sind ganz tolle Farben.
So sehen die aus. Über weiß bis braun zum Konturieren vor allem die beiden Farben. Dann so ein, hier ist mehr so ein Rosé-Ton, wenn man das gut sehen kann. Und hier ist, sind zwei verschiedene Rouge-Töne. Ja, und das ist mehr hier so ein neutraler Ton, so ein Hautton ist das. Und was ich mir auch noch geholt habe, die Concealer-Palette. Die ist auch recht groß, was ich auch gut finde. Da sind wirklich reichlich verschiedene Farben drin, ne? So, da ist auch wieder so eine Schutzfolie, die hier. Ich tue die mal kurz raus, weil das blendet dann immer so von der Kamera. Also, wie ihr sehen könnt, sind da wirklich sehr helle Hauttöne. Bisschen etwas dunkler. Also das sind wirklich ganz verschiedene Hauttöne. Und hier sind mehr so ausgefallene Töne. Also hier ein ganz, ganz dunkles Braun, zeige ich mal. Ist sehr dunkel. Ich mache mal das Hellste dazu. Also ist schon ein Riesenunterschied. Und die Farben, die halten wirklich sehr lange. Also ich habe es mal auf meiner Hand ausprobiert und ich habe danach Hände gewaschen mit Seife und alles und da war immer noch ein kleiner Abdruck von. Also die halten wirklich sehr gut. Und die Deckkraft ist auch wirklich toll. Ich glaube nicht, dass ich hier das Orange benutzen werde. Eher weniger, weil das ist auch wirklich sehr stark. Dazu wüsste ich jetzt keine Verwendung, auch nicht das Hellblau, was da vorne ist. Also für mich persönlich ist das echt eine super Palette, wegen der Farbauswahl. Weil es ja ab und zu mal vorkommt, dass ich Mädels bei Shootings schminke. Ja. Und was ich dazu noch sagen wollte, da ist ein Concealer-Pinsel mit bei. Den finde ich aber viel zu klein. Also ich finde es lieber den aus dem Bambus-Set, da kann ich viel besser mit zurecht. Und dann habe ich die... Dann habe ich die Ultra Shimmer Palette bestellt. Die ist fast genauso groß wie die Concealer Palette. Wenn ihr so sehen könnt, ein kleiner Unterschied ist da schon von der Größe her, aber das, die Größe reicht mir auf jeden Fall. Jetzt verstellt sich wieder die Farbe von meiner Kamera. Was ist denn heute los? So. Und da haben wir die Farben. Die sind alle super, super schön. Ich. Und die Farben sind toll pigmentiert. Also kann ich nur dazu sagen. Also wenn ich mal jetzt in dem Rot reingehe. Vielleicht mache ich mal ein Bild davon. Kann man auf jeden Fall besser sehen. Das ist auch eine tolle Farbe. Die hier. Also sehr gut pigmentiert, muss ich sagen. Ich werde mal ein paar Make-ups damit schminken und dann werde ich sehen, wie gut ich mit den Farben zurechtkomme. Ja. So, und dann habe ich mir einmal Cream Eyeliner geholt. In so einem Döschen. Also mal zum Vergleich. Das ist ein Zoeva Pigmentdöschen. Und das ist das Döschen zum Eyeliner. Hier ist erstmal so eine, so ein Schutzding drüber. Das kann man einfach ganz normal abziehen. Ja, und dann ist halt der Eyeliner drauf. Ich habe den auch schon ausprobiert. Auf meiner Hand. Ich habe da so ein bisschen draufgetupft, trocknen lassen und dann mal geschaut, wie deckend der ist, wie lange der hält und ob der wasserfest ist. Also, Mädels, ich kann euch sagen, der ist wahnsinnig deckend, wirklich richtig tiefschwarz. Ich glaube, der ist wasserfest, aber so, ich habe meine Hand die ganze Zeit unterm Wasserhahn gehalten, von kalt bis warm. Dann habe ich auch ein bisschen gerubbelt so und da ist echt nichts passiert. Also, selbst unter Wasser ist nichts verschmiert, gar nichts. Und dann habe ich auch Seife genommen, mal gucken, wie sich das mit Seife so ein bisschen verhalten hat und da ist auch nichts passiert. Also, ich musste richtig dann rubbeln. Ich habe hinter so ein, wie nennt man das? So eine Handbürste genommen zum Säubern. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Und dann habe ich gerubbelt und gerubbelt mit diesem Bürstchen und irgendwann ging das ab. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mir die auf die Augen mache und dann abschminke,
Dann müsste ich auf jeden Fall einen richtigen Make-up-Entferner nehmen. Aber das ist auf jeden Fall, für mich persönlich ist es ein Pluspunkt, dass er so gut hält. Weil gerade Eyeliner sollte lange halten. Das ist einfach auf Deutsch gedacht, scheiße, wenn es nicht hält. Also, das wäre Geldverschwenderei. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich den das erste Mal richtig benutze und auf meine Augen tue, wie lange der hält. So, und dann habe ich mir einmal einen Soft Eye Kohl. Heißt der. Einmal in der Farbe Deluxe. Das ist so ein Goldton, wie man auch schon hier oben dran erkennen kann. Ich male ihn auch mal drauf. Ich denke mal, so kann man ihn gut erkennen. Er ist sehr deckend. Er funktioniert sogar auf der Wasserlinie, habe ich schon versucht. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange er hält. Den gleichen habe ich mir auch in Schwarz geholt. Das zeige ich euch jetzt. Und der malt wirklich sehr stark. Also. Der malt noch mal ein bisschen anders als der goldene. Der ist auch sehr weich. So ist der. Okay, das waren jetzt die ganzen Sachen. Das war jetzt kein Rieseneinkauf, aber auf jeden Fall schon eine Menge. Was ich auch sehr, sehr nett von zu Eva finde, die haben einen 10% Rabattgutschein gegeben. Die haben da geschrieben, Moment, vielen Dank für Ihren Einkauf bei zu Eva. Sie halten 10% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf. Auf jeden Fall sehr aufmerksam. Da war auch noch ein bisschen andere Werbung drin. Einmal Shape Tape. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das auch zum ersten Mal gesehen. Das ist irgendwas für Brüste. Ja, wie man sehen kann. Irgendwie bringt den Busen in Bestform und das nahezu unsichtbar. Okay, gut zu wissen. Ja, danke. Okay. Und dann hier einmal einen kleinen Zettel, die richtige Pflege ihrer Pinsel. Und das wird dann hinten drauf beschrieben. Auch super. Ja, und toll. Base. Das, wo ich gerade von gewechselt habe. Weg damit. Okay, Mädels, das war's. Ich schreibe die Preise und die Namen noch mal alle in die Infobox, damit ihr auch eine kleine Übersicht habt. Weil ich kannte die Preise jetzt nicht alle aus dem Kopf und bevor ich irgendwelches wirres Zeug wieder rede, was ich hier sowieso schon oft genug mache, packe ich einfach mal alle Infos noch in die Infobox rein, wie es ja auch gehört. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Tschüssi!